Hey, du willst Schauspiel studieren? Dann bleib unbedingt dran, denn wir schauen uns gleich die staatlichen Schauspielschulen in Deutschland genauer an. Los geht es mit der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Zu einem der bekannten Absolventen dieser Schule zählt Mark Filatov, den vor allem die meisten unter dem Namen Slavik kennen. Hochschule für Musik und Theater Rostock. Bekannte Absolventen dieser Schule sind unter anderem Theresa Weisbach, die man durch viele ZDF-Formate kennt, aber vor allem auch durch den Kultfilm Sonnenallee. Und Marc Schöttner, der längere Zeit bei Rote Rosen vor der Kamera stand. Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Einer der namhaften Schauspieler dieser Schule ist Erdoğan Atalay, der vor allem durch Alarm für Cobra 11 bekannt wurde. Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg. Zu den bekannten Absolventen zählt die Schauspielerin Franziska Benz, die durch Alles, was zählt, bekannt wurde, und Yasemin Şetinkaya, die seit 2021 in Wapo Duisburg eine der Hauptrollen übernimmt. Psst, wenn dich solche Videos interessieren, dann folg uns einfach. Aber absoluter Geheimtipp.